Eagle Ear to Go, der Podcast mit Felix Steindorf und Malik Al-Yahyaoui. Bonjour, mes amis. Willkommen zur neuen Folge von Eagle Ear to Go. Wir heißen euch willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Jawohl, genau. Und diverse. Und bitte. Diverse natürlich auch. Ich weiß aber nicht, wie das heißt auf Französisch. Ich auch nicht. Das ist blöd. Bedauerlich, ja. Absolut. Okay. Wir werden übrigens heute... Kennst du noch Scotland Yard, die Hörspielserie? Ich finde es schade. Ich wollte gerade sagen, wir werden heute die ganze Zeit so reden und dann fängst du an. Nochmal. Ja, sorry, ich hab's kaputt gemacht. Das ist okay. Ja, kenn ich. Kennst du? Ja. Mit Inspector McIntosh? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also ich kenne schon relativ alt. Ich kenne zwei Serien. Ich glaube, ich aus den 80ern. Okay, ja, ich glaube, die kenne ich auch. Also ich kenne eine ältere und eine etwas modernere Version. Wobei die modernere sehr, sehr für Kinder gemacht ist. Modernere, ja. Also ich glaube, die hat nichts, also die heißt vielleicht so ähnlich, aber die hat so storymäßig gar nichts damit zu tun. Ach so, nicht mit den Filmen. Mit den Filmen? Nee, also das ist ja, das sind ja so Drillinge, die bei ihrer... Das sind Kartoffeln. Was? Kennst du nicht diese Drillings? Ja, Drillinge, es gibt Kartoffeln, die heißen so. Hä? Kennst du die? Ja, wirklich, gibt's nee. So kleine Kartoffeln, die kann man geil rösten. Kannst du mit Schale essen auch, ganz Drillinge unbedenklich. Aus der Pfanne. Ja, genau. Kartoffeldrillinge im Backofen. Ja, geil. Besondere Bratkartoffeln. Hä? Okay, gut. Nee, darüber habe ich jetzt eigentlich gar nicht geredet. Ich war bei den Drillingen von Scotland Yard. Also die wohnen okay. In London bei ihrer Granny und dem Onkel halt. Und der Onkel ist halt Inspektor bei Scotland Yard. Aha, okay. Und der geht dann irgendwann halt als Austausch nach Paris. Und dafür kommt halt ein Pariser Inspektor nach London. England, ja. Und der heißt Monsieur Garbouche. Und der hat natürlich so geredet, wie wir eben. Sehr schön. Da musste ich dran denken. Garbouche ist auch ein schöner Name. Ja, und das die hatten immer so ein... Die haben halt so ein Papagei. Also, Grüße an die, die Serie alle noch kennen. Der Papagei heißt Chickledee und der verarscht. Chickledee, das ist auch ein geiler Name. Und der wird auch richtig geil gesprochen. Und der sagt dann immer Garbouche. Das ist so geil. Das ist stark. Das gefällt mir. Ich liebe diese Serie. Immer wenn ich das gehört hätte, hätte ich lachen müssen, glaube ich. Ja, und der labert halt auch immer irgendwelche Scheiße dazwischen. Und der ist geil. Einfach der King dieser Serie. So witzig. Ich finde sowieso, Papageien sind einfach geile Vögel. Ja, also ja, ich habe einmal welche live gesehen. Also live mitbekommen. Die haben halt irgendwie so Hello gesagt. Das war richtig, das war ganz komisch, die mal in Realität zu hören. Ich hatte mal einen Babypapagei gestreichelt. Echt? Ja, cool. Das war auch cool. Also das war wirklich noch so ein ganz kleiner. Da waren wir auf so einer Papageienshow und ich war noch klein. Und dann kamen die Betreiber auf meine Mama zu und haben gefragt, ob ich gerne mal Papagei anfassen möchte. Und dann durfte ich den kleinen. Also ich hätte auch den großen streicheln dürfen, aber das war mir nicht geheuer. Weil die werden ja schon groß, diese Papageien. Absolut, ja. Und das war mir als fünfjähriger Knirps war mir das nicht geheuer. Das war dir zu viel. Das war mir zu viel, Papagei. Okay, ja, das verstehe ich. Was war so das beste Tier, was du bisher gestreichelt oder also, angefasst hast? So? Na gut, also die prägendste Erfahrung war damals im Zoo. Der Affe, weil der hat mich gebissen. Oh. Ja. Oh, okay. Da war ich glaube, da war, aber also den, na gut, also Malik war 3 oder so, also das habe ich habe keine Erinnerung. Das, wahrscheinlich. Du warst richtig nervig wahrscheinlich. Weiß ich, nee, also klein Malik dachte sich halt, okay, wir stehen vor einem Käfig, dann stecken wir mal die Finger ins Gehege rein. Ja, okay. Und der Affe dachte sich, Bro, oh, lecker Finger. Sei mal nicht so aufdringlich jetzt. Ja? Ham. was war das für einer? Ich kenne die Geschichte nur von meiner Mama. Also, keine Ahnung. Oh.
Ja, okay. Aber zum Glück war es kein Löwe. Ne? Und wir waren tatsächlich ein paar Jahre später wieder da und wir haben dann erfahren, dass kurz nach diesem Vorfall tatsächlich dieses Gehege mit Glas zugedingst wurde. Ja, ja. Weil ich war wohl nicht das erste Kind, was das gemacht hat, weil... Ja, ich kenne auch, also ich kann mich jetzt an ein Zoo erinnern, wo der Käfig irgendwie zugänglich, also wo du so reinfassen konntest. Das war ja richtig dumm, also das kannst du, also das hat ja... Sag mal, wie alt du bist. Bitte? Das noch mal dabei, oder? Ach so, ja, damals war das noch Sicherheit und so, was ist das? Ja, ja. Ein Kartoffelkrieg, das war alles andere. Aber was auch cool war, obwohl es eigentlich voll unspannend war, waren Delfine tatsächlich. Das war sogar in dieser selben Show, das war da waren Delfine, Papageien und noch irgendwas. Und als ich den kleinen Papagei gestreichelt habe, hat der Typ mich gefragt, ob ich auch einen Delfin anfassen will. Eine Verbindung. Ja, nee, naja, gut. Willst du auch noch Delfin anfassen eigentlich? Naja, gut, also der hat es halt so gemeint, weil es halt diese in Anführungszeichen exotischen Tiere da halt waren, ne? Mm, yeah. Und das ist halt eigentlich voll unspannend, weil die haben ja auch kein Fell, das ist ja einfach ein Fisch. Aber es war trotzdem ganz witzig, weil er hat mich nass gemacht. Das hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Ja, ich auch. Mann, nerv mich jetzt nicht! Ich will schwimmen! Mann, nass. Nee, aber ich hab Hunger, gib mir Fisch. Ja, ich so, ja. Fass mich nicht an! Du Grabscher! Das ist aber schon auch ein Delfin-Weibchen, weißt du? Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz! Ach so. Ja, die wollte schon das Arbeitsgericht anrufen. Ja. Nee, aber das waren so, glaube ich, die zwei in Anführungszeichen besondersten Erlebnisse. Schlangen und Krokodile wollte ich nicht anfassen, weil da bin ich ehrlich, da habe ich zu viel Schiss vor. Nee. Kann ich verstehen. Ich habe einen ausgeschopften Alligator habe ich angefasst, das hat mir gereicht. Also das Leben muss jetzt nicht sein, genauso wie Schlangen. Nee. Ja, das verstehe ich aber. Und Spinnen. Boah, da habe ich auch krass Respekt. Meine Arbeitskollegin, die arbeitet im Tierschutz, ne? Ja. Und das ist, also Shoutout, ne, Respekt dafür, ja, die wird auch immer von der Polizei bei uns in der Region angerufen, wenn die wieder Tiere aus von Assi-Leuten abholen, die nicht anständig behandeln, und dann holt die eben ab, also mit ab und kümmert sich dann erstmal um sie. Boah, ja, das ist bestimmt hart. Und die hat ganz viele Vogelspinnen und Schlangen und so, und ich hab zu ihr gesagt, Anja, Alter, die hat mir angeboten, weil Spinnen scheinbar häuten sich auch. Manik, soll ich dir mal so eine Haut mitbringen? Ich so, Anja. Soll ich damit? Geh weg. Also, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Bäh. Manik, der Spinnenhautsammler. Das wird der Folgentitel. Wieso nicht I? Einfach I. Malik steht auf Spinnenhaut. Herzlich willkommen zur letzten Folge. Igel jetzt. Ja, ey, wir müssen hier mal ein paar Gerüchte starten. Ja, das ist schön, ja. Ja, Felix Womanizer und ich, der Freak, der Spinnen sammelt. Alter. Nee, Spinnenhaut, nicht Spinnen. Ah ja, nur Spinnen, ja. Oh. Noch weirder. Oh Gott, nee, also Spinnen? Nee. Also die Vorstellung ist eigentlich komisch, ne? Weil, ich meine, ist ja jetzt eigentlich nichts so Besonderes dran. Also es sagen ja auch viele, dass... Die Vorstellung dass, ist krass eklig. Es sagen ja auch viele, dass so, wenn du so große Spinnen auf der Hand hast, dass sie sich ähnlich anfühlen sollen wie Katzen. Aber... Ja, die sind doch so richtig haarig. Also die sind doch überhaupt nicht weich oder so. Die sind doch einfach nur hart und haarig so... Ja. Na, das weiß ich nicht, Felix. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass. Also, die haben jetzt kein Fell. So. Nee. Nee, das ist schon Haare. Das fühlt sich geil an.
Ja, meistens. Also, ja, ich habe das auch irgendwo nur mal gehört. Ich weiß das nicht. Ich will das auch nicht austesten. Ich bin ein Freak, so wie du. Nee, also das muss echt nicht sein. Also Spinnen, Schlangen, nee. Mm. Das wurde mir schon angeboten. Ich war aber auch auf so einer Krokodilfarm. Aber da habe ich wirklich gesagt, nee, das muss einfach nicht sein. Also spannende Tiere, keine Frage, aber nee. Ja, übrigens sorry an alle, dass ich gerade was zwischendurch gegessen habe. Sehr unprofessionell. Ich musste, ich hatte, ich habe immer noch ziemlich starken Hunger und ich musste mir mal kurz einen Riegel zwischendurch reinballern. Kein Problem, ja. Für alle, die auf Essen ASMR stehen, bitte sehr. Für alle anderen, sorry, ne? Ja, kein Problem, gut, alles gut. Ja, Felix, wie geht's dir eigentlich so? Wir haben die Folge gar nicht angefangen wie sonst. Mir? Ach, ja, du, ne? Also, draußen scheint die Sonne, es ist wieder leicht warm inzwischen. Ich fühle mich gut. Schön. Es geht wieder in die richtige Richtung, sag ich mal so. In der Tat, ja. Und bei dir so? Du, wir haben zum ersten Mal, also jetzt, außer wenn wir jetzt die Taufe von meinem Neffen mal weglassen, zum ersten Mal gegrillt. Letzte Woche, ja. Mhm. Das war geil. Ja, das glaube ich. Das war geil. Das muss ich auch bald mit. Ah, guter Kartoffelsalat. Und hat sonst ein so geiler Schweinebauch, ne? Mm. Also ich finde beim Grillen ja fast noch geiler Nudelsalat. Halt herzlich willkommen zur letzten Folge. Nein. Nee, also Nudelsalat ist so sick. Früher mochte ich keinen Nudelsalat, inzwischen geht's. Inzwischen geht's, aber... Nudelsalat? Ja. Ja gut, dann beende ich jetzt diese Folge. Ja, okay, tschüss, mach's gut. Wir sind raus. Das ist ja wild. Nee, tatsächlich, Nudelsalat war nie so meins. Aber inzwischen, wie gesagt, hat sich das ein bisschen verschoben. Aber trotzdem Kartoffelsalat immer noch Nummer eins. Absolut. Mit Abstand. Nee. Dann kommt Tacosalat, dann kommt Nudelsalat. Geil. Ja, Tacosalat esse ich viel zu selten dafür, dass es eigentlich so nice ist. Meine Schwester macht den so gut. Hoffentlich hört sie nicht zu. Ja, dann kannst du mal welchen schicken. Das wäre super nett. So, ich schicke dir was rüber, ja. Kein Problem. Ja. Kommst du mal am Geburtstag vorbei, da gibt es den bestimmt. Ah ja. Ja, okay. Gut. Das kriegen wir bestimmt hin. Das ist schön im August auch, ja. Schön im tiefsten Sommer. Geil. Ja, super. Bei Kartoffelsalat, schwäbisch oder wo kommt eigentlich der andere her? Norddeutschland. Du meinst das Essigöl, Speck oder Mayonnaise und genau. Gurke, ne? Oder sowas. Richtig. Selbstverständlich Essigöl, ja. Schwäbisch. Nee, Schwäbisch, ich würde eher Süddeutsch sagen, tatsächlich. Also das. Ja, okay, Süddeutsch. Gibt's ja auch in Bayern, ne? Und ich komme ja auch nicht aus Baden-Württemberg, um Gottes Willen. Also hier isst man den tatsächlich auch eher so. Am besten noch so schön leicht warm. Oh, geil. Oh, das mit schön leicht krossem Speckwürfelchen drin. Ja, doch. Geil. Also, ich habe auch nichts gegen den. Ich mag den auch mit Gurke und Ei. Ich wollte sagen, ich habe auch nichts gegen den. Ne? Das ist auch schon okay. Ich bin jetzt nicht so, ekelhaft. Ne? Aber, es gibt ja voll viele, die hassen den. Aber, ja, nee. Also gibt es auf beiden Seiten so, glaube ich. Halt. Ja, das, nee. Das, ich mag das auch, wenn du mit Essigöl noch so ein Löffelchen Senf reinmachst. Finde ich auch geil. Ja. Ja. Das passt auch echt gut zusammen, ja. Also das war mein Highlight. Schon am 1. Mai. Ne? Nice. War super nett. Meine Schwester, ich war übrigens nicht in Österreich, Felix. Meine Schwester ist mit ihrem Freund in die Niederlande gefahren. Wie? Oh, da wäre ich ja viel eher mitgekommen. Ja, aber ich wurde nicht gefragt. Ach so. Ja, aber ist okay. Ja, aber die haben. Ach so, Felix, würdest du in einem Auto fahren, was aussieht wie ein Schwan? Ist mir egal, ob das fährt. So grundsätzlich. Gesunde Platz. Einstellung. Ja, gesunde. Ja, ich glaube, also die waren nämlich in so einem Automuseum und da gab es so ganz verrückte Oldtimer. Und meine Schwester hat mir von einem erzählt, das war so ein Riesenteil. Was wirklich scheinbar aussah wie ein fucking Schwan. Ah ja. Und sie hat sich halt gefragt, Junge, erstens, wer fährt mit so einem Ding über die, stell dir mal vor, A3, weißt du, tiefster Stau.
zwischen Frankfurt und Köln und dann steht da so ein LKW, noch ein LKW, Schwanauto. Ja, wäre doch gar eigentlich ganz cool. Also ich meine, du hast auf jeden Fall immer alle Blicke sicher. So. Ja, ich glaube, aber heutzutage dürftest du damit bestimmt nicht mehr fahren. Das ist gar nicht mehr sicherheitstechnisch vereinbar, glaube ich. Ja, ja, gut. Davon abgesehen. Boah, ich stelle mir gerade vor, wenn du einen Unfall... Braucht man die Ente. Ja, aber... Oder? Ja, aber die Ente hat ja nicht so krasse Flügel wie ein Schwan. Nee, das stimmt. Und ich stelle mir gerade vor, wenn du jetzt einen Unfall hast und so ein Flügel reißt ab, das ist ja volles Geschoss. Ja, stimmt. Wodurch wurden sie geköpft? Durch einen Autoschwanflügel. Autoschwanflügel. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein guter Tod. Das wäre auch ein guter Folgentitel, also, ehrlich gesagt. Autoschwanflügel. Ja, also auf jeden Fall, die haben halt solchen Stuff gemacht, dann waren die noch in so einer Blumenausstellung und so. Da habe ich mir halt auch gedacht, boah, zum Glück war ich nicht dabei, Alter. Also, ja, Den Haag, grundsätzlich sehr spannende Stadt, da ist ja auch der Palast. Mhm. Ja. Aber nee, ich glaube, da hätten sich einfach unsere Interessen nicht gut... konträr gegangen. So. Genau, wären ein bisschen kollidiert. Alles in Ordnung. Und die waren dann irgendwie auf der Rückfahrt 7 Stunden im Stau. Da muss ich halt auch sagen, allein deshalb ist jetzt im nicht Spanien so traurig drum. Ja, doch. Verstehe ich. Ja, aber das absolut. War auf jeden Fall. Sie war sehr nett von ihr. Sie hat mich gefragt, ob ich was möchte aus The Netherlands. The Netherlands. Ja, aber nein, ich wollte nichts. Da fällt mir was ein. Ja. Was ich unbedingt erzählen muss, weil bitte, da habe ich natürlich an dich gedacht. Ja, natürlich. Warum? Ich war ja in Lübeck am Wochenende und da gab es so ein, also in Travemünde, um genau zu sein, und da gab es so ein, boah, ja, was war das eigentlich? Irgendeine Festivität halt, keine Ahnung. Okay, ja. Ich habe gerade echt keine Ahnung mehr, was das genau war, aber auf jeden Fall gab es da halt Buden und, ja, so ein Rummel wahrscheinlich, ne? Ja, also so ein ganz klein halt. Irgend so eine Veranstaltung, glaube ich, auch mit irgendwie Bühne, blablabla. Ja. Und natürlich auch viele Fressbuden. Natürlich. Da gab es echt ganz, ganz nice Auswahl, muss man sagen. Unter anderem zum einen holländische Pommes. Oh, da habe ich gleich eine witzige Geschichte zu. Okay, ja. Da gab es dann die Auswahl... Unter anderem, also ich glaube, es gab Rot-Weiß und halt dann noch Käsesoße und Röstzwiebeln und Remoulade und Röstzwiebeln. Und meine Mutter und ich haben Remoulade und Röstzwiebeln genommen. Ja. Weil Käsesoße mit Zwiebeln, boah, das stelle ich mir ein bisschen ekelhaft vor. Finde ich jetzt auch schwierig, die Nummer, ja. Käsesoße-Fan, so auch für Chips und so, boah. Ja, außer halt so Chili-Cheese finde ich ganz geil. So Chili-Cheese-Fries? Ja, Fries, aber dann ist der Käse ja auch meistens fest, ne? Dann ist der ja nicht so richtig soßig. Also nee, das ist... Nein, hä? Ja, das gibt's doch überbacken. Ach so, Chili meinst du das? Überbacken. Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist Chili Cheese Fries quasi Chili con Carne. Ach so. Und okay. Käsesoße, weißt du? Ja, okay, ich kenn's tatsächlich mehr überbacken. So. Okay. Aha. Ja, nee, aber das war halt einfach dann dicke Pommes mit Remoulade und Röstzwiebeln. Das war sehr geil. Mhm. Vor allem so dicke Pommes, diese belgischen und niederländischen. Boah, einfach lecker. Und dann, meine Mutter wollte mich irgendwie zum Essen nötigen. Dann gab es dann noch so einen Stand mit Bubble-Waffeln. Geil. Und lustigerweise waren, also eigentlich, ich dachte immer, die wären gerollt. Waren sie aber in dem Fall irgendwie nicht. Die waren halt platt auf dieser, auf der Pappe so. Ja. Und dann mit Erdbeeren und Sahne und Schokosoße, glaube ich. Ja, aber wie konnte man die dann gut essen, wenn die so platt da lag? Ja, es war ein bisschen schwierig. Ja, also, ne? Man musste die halt so ein bisschen auseinanderfummeln irgendwie mit der Gabel. Das war, das war alles ein bisschen nervig. Da wäre halt gerollt echt besser gewesen. Hättest du essen können wie so ein Burger, wie so ein Wrap. Ja, also eigentlich sind die ja so Eistütenmäßig. Ja, genau, ja. Gerollt. Ja, aber dann dachte ich, deswegen habe ich halt schon gesagt, boah, nee, lass mal nicht machen, weil das wird eh voll die Sauerei. Ja. Und dann meine Mutter, ja, doch, komm, lass mal probieren. Ja, okay, gut, dann mach halt. Wenn wir uns das teilen, dann kriege ich wenigstens nicht direkt Diabetes. Und, stimmt. Ja. Nee, aber war geil. Also, die sind halt, ne, von innen so luftig und, boah,
Ja. Ich hab letztens mal so eine Bubblewaffel gegessen. Die war nicht gefüllt an sich, also die war nicht mit Belag, sondern die war in den Bubbles gefüllt. Das war geil. Ah, krass. Okay. Das war sick. Ich hab, next level. Ey, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Da war einfach Apfelmus in diesen Bläschen. Boah. Das war geil, ey. Du hast ja ein echtes Maul verbrannt, weil dieser scheiß Apfelmus dann übelst heiß war. Aber egal. Oh, war das gut. Drauf rein. Ey. Ja, da war halt auch noch irgendwie Puderzucker drüber gestreuselt bei der jetzt. Na klar, warum? Ja, ist ja. Also irgendwie warum über die denn auch Sahne nicht? Und Soße nochmal ein bisschen Puderzucker. Ja. Also wirklich absolut krank. Ja. Aber überlebt. Aber ich finde das auch mal. Das finde ich halt auch mal schwierig. Gerade meistens isst du das ja dann auch im Stehen. Ja, genau. Und da hast du in dieser einen Hand so den Teller, in der anderen dieses Gäbelchen. Dann haben wir noch das Ding. Dann haben wir noch den Stock noch irgendwo Pech hast, verstaut. Ne? Ja. Also, da muss ich auch immer sagen, Waffeln oder so Wraps, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja, ja, und auch gerne so Crepe und so, wenn die gefüllt sind. Meine ich ja. Ein bisschen schwierig. Ja. Aber Crab, geil. Rap, alles das Gleiche. Nee, Wrap ist ja wieder. Wrap ist ja eigentlich voll einfach zu essen. Nee, ich meine Crepe. Ja, natürlich. Kommt drauf an, also je nachdem, was da so drin ist, könnte auch. Ja, naja, aber das ist jetzt. Ja, aber das. Ja, da läuft auch gerne mal Soße raus, muss man jetzt auch schon mal sagen. Dann ist ja auch ein Burger, ist genauso. Also das ist ja eigentlich alles, was da. Oh, ich habe letztens. Das ist schon länger her. Ich habe vor ein paar Wochen meine Mama mir mitgebracht, so Hähnchen in so Backteig. Und in diesem Backteig war dann quasi dieses in süß-saurer Soße eingelegte Hähnchenfilet. Boah. Das war geil. Auch krass, ja. Oh, und dieser Backteig, der war halt auch leicht pikant gewürzt. Oh, das war gut. Malik, das ist gar nicht gut. Ich habe richtig Hunger. Ja, das tut mir leid. Nicht. Ich habe gerade Pizza gegessen. Boah, ja, schön. Ich esse gleich noch was. Erstmal ein paar Raps. Erstmal ein paar Raps machen, ja. Ja. Yeah. Nice. Du wolltest die Geschichte mit den gefüllten Bubbles wahrscheinlich erzählen, oder? Wegen der Waffel, genau. Das ist mir nämlich gerade, weil du Bubble-Waffel erwähnt hast und ich war mir nicht sicher, habe ich dir das erzählt? Und dann dachte ich mir so, nee, ich glaube nicht. Gefüllt ist halt schon mal noch was anderes. Das ist halt echt, geil. Aber ich habe das erst einmal gegessen, aber es war geil. Ja, das ist wahrscheinlich auch echt komplizierter zu machen halt. Ja, aber es war easy zu essen. Ja, gut, das glaube ich ja. Du hast dann auch wie so Konfekt, wie so Waffelkonfekt. Ja. Aber wie die das dann wohl machen? Naja, ich vermute, die backen den Teig an und dann spritzen die das. Nee, ich glaube, die machen so einen Spritzbeutel und spritzen das dann so rein, wie bei so Pfannkuchen sind es ja bei euch. Ja. Ne? Richtig. Also das, ich vermute, so machen die das irgendwie. Ja, das könnte gut sein, ja. Oder vielleicht backen die den auch fertig und spritzen das dann ein, ist ja grundsätzlich erstmal egal. Aber es hat natürlich trotzdem viel mehr Arbeit, ne? Weil. Wobei, eigentlich ja nicht. Ja. Eigentlich ja nicht. Weil ob du das jetzt bestreichst oder ob du das mit so einer Spritze injizierst. Ja, richtig. Ist ja grundsätzlich erstmal egal, glaube ich. Aber ist halt cooler eigentlich, finde ich. Ja, ist definitiv. Halt, also wenn es da richtig drin ist in dem Bubble. Ey, ich dachte, sie hätten das vergessen. Ich dachte wirklich zuerst, sie hätten den Belag da vergessen. Ist ja, und ich habe den auch so gefragt. Der so, nee, ist drin. Und ich sag mal so, da ist doch nichts. Und dann hat meine Mama gesagt, Marek, ich glaube, er meint in der Waffel. Und ich habe dann, und ich hatte das zwar auch gerollt, ne? Und ich habe dann halt in der Waffel. Ich so, Mama, da ist nix. Nein, in diesen Bläschen. Okay. Das muss mir doch auch jemand sagen, bitte. Damit rechnest du doch nicht. Nee. Ja, aber sonst geht's mir hervorragend. Ich arbeite wieder. Es ist, sehr angenehm, morgen bin ich wieder im Büro. Heute hatte ich frei. Ja, voll gut. Ja. Also so kann man arbeiten. Nee, eigentlich war kacke, weil ich habe gestern gearbeitet, jetzt heute wieder frei. Das war halt irgendwie ein bisschen komisch, aber naja, gut, macht nichts. Nicht so schlimm. So unter der Woche ist dann halt immer ein bisschen Rhythmuskiller, ne? Ja, das stimmt, ja. Wenn man frei hat. Naja, aber jetzt kommen wir bei die ganzen schönen Feiertage. Ja, Mann. Stimmt. Himmelfahrt, Pfingsten und Frohen Leichnam. Hessen haben auch noch Frohen Leichnam. Ja. Zum Glück, also
Jetzt kommt wieder die richtig gute Zeit, was das angeht. Das stimmt, ja. Mai, Juni und dann ist wieder Kacke. Ja, dann ist wieder. Dann ist wieder alles Mist. Ja, und dann halt auch nur 3. Oktober. Boah, ja, Mann, da ist wieder dieser riesen Gap. Diese riesige Lücke. Ja. Aber in den Niederlanden ist es viel schlimmer, die haben irgendwie nur so 5 Feiertage oder so. Die werden richtig ausgenommen. Wie halten die das eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung, kiffen. Ja, wahrscheinlich. Das ist das beste Mittel dagegen. Hast du übrigens gelesen, Felix? Das fand ich richtig krass. Ist mir jetzt nur so zugeflattert, ich habe nur die Überschrift gelesen, aber allein die Überschrift fand ich schon krank. In Großbritannien haben gerade Frauen aktuell ein Riesenproblem mit steigenden Lebenshaltungskosten, weshalb immer mehr sich gezwungen zu sehen, sich mit dem Thema Prostitution zu beschäftigen. Was? Krass, oder? Okay. Das ist halt echt übel. Also wenn du so weit gehen musst, um dein Leben zu finanzieren, dann... Uff. Ich kann mir kein Wasser mehr leisten, okay. Dann... Ich schaffe an. Ja, krank. Also da habe ich auch gedacht, Junge, spätestens jetzt musst du dich doch als Land fragen, war der Brexit wirklich so eine gute Idee? Ja, also gut, das fragen die sich, glaube ich, schon länger. Alter. Das war halt auch die dümmste Idee das überhaupt. Das... Lass mal schnell eine Abstimmung machen und... Das wollte auch wirklich, glaube ich, niemand. Also, ja, wer dieses Referendum gemacht hat, es ist halt... Ich weiß gar nicht, von wem das ursprünglich ausging, aber ich meine, das war so eine absolute Protestwahl, ne? Das ging ja auch nur ganz knapp aus. Ja, na gut. Ja, aber die haben halt eine Volksbefragung gemacht. Da muss man halt schon sagen, am Ende seid ihr halt selbst schuld, gell? Also ja, das natürlich. Ist also ich meine, die Hälfte hat dafür gestimmt, so. Ja. Ich glaube halt. Ja. Aber das ist aber halt ja logisch. Also ich meine, England oder Großbritannien ist jetzt auch wirtschaftlich nicht mehr das, was es mal war. Nee, schwer angeschlagen, ja. Die sind halt jetzt echt isoliert. Die sind halt wirklich jetzt gerade so alleine auf. Import und Export zahlst du halt arsch viel Zoll und bla. Ist so, ja. Ich wollte gerade sagen Terrorismus. Tourismus ist halt eingeschränkt. Terrorismus hoffentlich auch. Ja, und dadurch, ja. Ah, ey, also, sorry, mir tun die Engländer nicht leid. Das ist deren Problem. Naja gut, die Bevölkerung so halt schon, weil wenn die halt echt sich das nicht leisten können zu leben, ist halt kacke, gell? Also, aber da musst du dich halt als Staat fragen, okay, offensichtlich funktioniert hier irgendwas nicht in unserer Gesellschaft. Ja. Marktfreiheit hin und her, aber es muss doch für die Bevölkerung, das muss doch in der Lage zu sein, wenigstens ein Lebensminimum zu gewährleisten, ja, und man kann sich jetzt über Prostitution unterhalten, ob das ein gutes Geschäft ist oder nicht, aber da können wir jetzt stundenlang debattieren. Also wenn du unfreiwillig in die Prostitution gehen musst, richtig, ist immer irgendwas verkehrt. Also richtig. Ganz schwer verkehrt. Und das ist halt unfreiwillig, ne? Also du kannst natürlich, wenn du dadurch dein Leben verlieren musst irgendwie. Klar, wenn du es von dir aus so machst. Jo, wenn du das geil findest, dann mach das, gerne, herzlichen Glückwunsch. Aber dann kannst du wahrscheinlich auch dein Leben ein bisschen besser finanzieren. Aber wenn du dir halt kein Brot sonst leisten kannst, dann ist halt schwierige Nummer, ne? Ja, generell schon. Ja. Aber das ist ja bei uns inzwischen auch so. Also die Lebensmittel sind ja jetzt derzeit der größte Inflationstreiber. Ja. Nicht mehr die Energie. Nein. Ja, cool, dass wir an dem Punkt angekommen sind. Ich habe, das war kurz unter diesem Artikel mit der Prostitution oder darüber, ich weiß gar nicht mehr, stand, kaum ein Deutscher kann sich mehr frisches Gemüse leisten. Ja, das ist halt... Wo ich mir halt dann denke, mein lieber Staat, dann subventioniert doch bitte und macht das über den Büchern, ja, dann sagt halt, okay, wir machen einen Fixpreis und liebe Landwirte, ihr bekommt von uns die Differenz, damit sich das für euch trotzdem rechnet, aber du musst doch, es kann doch nicht sein, dass Gummibärchen weniger kostet als eine Gurke. Was zur Hölle? Ja, aber das ist ja, also das finde ich, ist generell so ein Problem in Deutschland. So zum Beispiel in den südlichen Ländern ist es ja relativ gang und gäbe,
in Portugal und ich glaube auch in Spanien zum Beispiel, gibt es halt gar keine Steuern auf Obst und Gemüse. Ja. Was ich halt absolut geil finde. Ja. Weil es ist viel günstiger. Also wirklich in Portugal kostet, also ist eh Lebenshaltungskosten niedriger. Natürlich für uns Deutsche ist es. Das hat auch ein ärmeres Land, die haben ja halt weniger Kaufkraft, ne? Also richtig, genau. Also von daher sind die Preise da generell ein bisschen niedriger. Aber Gemüse und Obst ist halt im Vergleich zu anderem nochmal günstiger. Und das macht so viel Bock. Also da hast du halt dann richtig Bock, hier dir mal ein bisschen was zusammenzukaufen. Ja, da kaufst du halt für 15 Cent, kaufst den Apfel. Ja, zum Beispiel. Also jetzt nur so. Du zahlst halt nicht irgendwie 4 Euro für eine Paprika. Wo sind wir denn? Ja, also ich würde halt auch solche Grundnahrungsmittel, Obst, Gemüse, kein Fleisch, meine Damen und Herren, ja. Nee. Milch, aber zum Beispiel Milch würde für mich zum Beispiel auch zu einem Grundnahrungsmittel zählen. Weiß ich nicht. Naja, so reine Milch finde ich halt schon. Ja, wird ja bei uns auch subventioniert. Finde ich, kann man sich drüber streiten, aber... Ja, gut, aber ja, aber Felix, Milch brauchst du halt schon. Also, ich fände Eier wichtiger, um ehrlich zu sein, als Milch. Ja, guck mal, das wäre aber für mich, das würde für mich auch dazu zählen. Also das wäre auch so ein Grundnahrungsmittel. Obst, Gemüse, Milch, Eier und halt so Weizen, Vollkorn, damit du halt Brot backen könntest. Ja. Finde ich, sollten steuerfrei sein. Ja. Und dann solche Luxusgüter, Fleisch, Ja, Süßigkeiten sollen gefälligst höher besteuert werden. Ja, gerne. Also in Großbritannien, da schlagen wir jetzt wieder in den Bogen, ne? Mhm, da gibt's gut. da gibt's ja eine Zuckersteuer, so viel ich weiß. Ne? Ja. Also da wird geprüft, okay, benutzen die Produzenten der Lebensmittel vielleicht verhältnismäßig übertrieben viel Zucker? Wenn ja, dann bitte zahlen Sie, meine Damen und Herren. Ja. Und da sage ich halt, Dankeschön Großbritannien, gute Vorbilder, bitte Deutschland, macht das auch. Ja, also viele nehmen dann halt den Umweg und ersetzen das Ganze halt nur durch Süßstoff. Ist jetzt auch nicht so geil. Ja, okay. Der Süßstoff ist auch ungesund. Das stimmt. Ist einfach so. Aber ja, weniger Zucker ist generell schon mal eine richtige Richtung. Am Ende ist ja eh jeder seines Glückes Schmied, ne? Um jetzt wieder ein altes Sprichwort einzubauen. Aber trotzdem finde ich halt, dass man durchaus diesen übertriebenen Zuckermissbrauch, der hier passiert, den kann man einschränken, ja. Also ich brauch keine 24 Gramm Zucker in einer Gemüsesuppe. Zum Beispiel. Ja, ist ja. So insane. Also das ist halt wild. Vor allem halt in allem fertigen Zeug drin ist. Ja. Also wenn du es irgendwie vermeiden kannst, dann meide fertiges Lebensmittel und mach dir halt irgendwas selbst. Richtig. Oder guck wirklich auf die Zutaten. Ja, genau. Guck weil es sind ja Zuckerzahl. Genau. Also ich habe mir das wirklich angewöhnt, wenn ich mir was bin ja auch nicht jemand, der jetzt keine Fertiggerichte oder so benutzt, ne, oder isst. Aber ich habe mir wirklich angewöhnt, erster Weg, gar nicht irgendwie in die Produktbeschreibung, Zubereitungshinweise, erster Weg, Nährwerttabelle, Zutatenliste. Ja, genau. Und gucken, okay, wie viel haben wir? 5 Gramm Zucker in 500 Gramm? Na gut, okay, kann man machen, ja. 40 Gramm, nee. Nee, das lassen wir. Ich möchte keine Zuckerlasagne, das tut mir leid, da gar kein Bock, auf Wiedersehen. Also das ist wirklich bewusst, seid euch bitte bewusst, was ihr euch da zu Gemüte führt, ja, was ihr euch da in eure Bäuche löffelt, gabelt, schnabuliert. Ja. So. Das war die Weisheit des Sonntags. Schön. Ja, sehr gut, sehr gut. Ach ja, ich habe jetzt gerade überlegt, heute ist doch gar nicht Sonntag. Ja. Nee, heute ist absolut nicht Sonntag. Das heute ist Mittwoch. Oh, das ist Mittwoch. Wir nehmen auch zu einer ganz ungewohnten Uhrzeit auf, Felix. Ne? Also ja, es ist für uns schon sehr, sehr spät. Ja. Normalerweise nehmen wir eher früh auf und auch später in der Woche und nicht mitten in der Woche. Ja, naja, macht ja nichts. Aber ja, genau, ich bin jetzt am Wochenende wieder weg, deswegen passt mir das gerade einiges besser. Na klar, kein Problem. Ja.
Und gleich ist auch noch Fußball und ich muss noch was essen. Junge, also das heißt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ja, wir genau, haben wir auch schon 7:45. Ja, ja, richtig. Und um 45 geht's hier los. Ne? Ja. Ihr wisst, was, ja, was da ist, wenn ihr mich überhaupt dafür interessiert. Ja. Von daher müssen wir langsam hier zum Ende kommen. Junge, ja, okay, warte, aber ich hab noch zwei, drei Themen vorbereitet, Felix, jetzt. Ja, okay, also dann hauen wir raus. Die müssen wir jetzt kurz bitte ab, das geht auch schnell, ja. Zum einen wollte ich mich schon letzte Woche mit dir drüber unterhalten, das haben wir vergessen. Mhm. Ich wollte mit dir noch über die neuen Gerüchte vom Apple VR-Headset, neue virtuelle Realitäten reden, Über die 4.000-Dollar-Brille oder so. Ich weiß gar nicht jetzt, wie viel die kosten soll. Ja, also die Idee ist ja immer noch gut. So. Mhm. Aber wir hatten uns da letzte Woche jetzt ja auch schon privat drüber unterhalten. Für die, die es nicht wissen, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Apple wird zu mit großer Wahrscheinlichkeit ein VR-Headset, wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt das gerne mal, anbieten und vorstellen in baldiger Bälde. Und dieses Headset soll laut neuesten Gerüchten durch Augen, Steuerung und Handgesten gesteuert werden, über einen externen Akku betrieben werden und eine grandiose Laufzeit von, ich glaube, 3 Stunden haben oder so. Ja? Also unglaublich. Ich glaube, es wird tatsächlich ein AR, also es wird so eine Mischung. So. Ja, AR, das stimmt, genau. Ja, also das soll genau, so ein Mischding sein. Ich glaube tatsächlich beides und das ist dann so ein automatisierter Wechsel, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist alles anders. Es ist alles, je nachdem, was du halt machst, wofür du es benutzt. Richtig, richtig. Und es soll ja der Nachfolger des iPhones werden, sagen schon einige. Ja, also das würde ich jetzt mal ganz schwer fragen. Das glaube ich jetzt auch nicht, vielleicht in 80 Jahren oder so. Aber das glaube ich halt nicht. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, das wird ein Flop. Ja, also erstmal abwarten. Es ist ja, also ich sag mal so, Insider, / Experten oder die sich dafür halten, behaupten ja, die erste Version wird sowieso so ein Entwicklerding. So, dann werfen wir mal eins auf den Markt und die gucken dann, was sie dafür entwickeln können und wir basteln weiter an der Hardware, dass wir die verbessern. Ist wahrscheinlich auch sinnvoll, weil kannst ja schlecht das Ding rausbringen, wenn es noch gar keine Apps dafür gibt. Ja. Also das hat dann ja wenig mehr Zweck. So. Und von daher, ja, das wird nicht für den Konsumer, für den Endkunden sein. So. Also ich kann euch ganz schwer von aus. Ich kann euch da schon mal sagen, wir werden uns das nicht kaufen. Nee, warum auch? Was haben wir damit? Ja, ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt Bescheuerte, die sich das kaufen, auch unter uns Blinden. Ja, gut, wenn man zu viel Geld hat und das unbedingt aus dem Fenster werfen will, dann ja, klar. Ja. Kann man machen. Ja, ich nicht. Also, nee, also ich definitiv auch nicht. Ja, also ich würde aber mal ganz entspannt abwarten und ja, also erstmal muss an der Akkutechnik ganz viel geschraubt werden, ne, damit das. Naja, gut. Also was ich gelesen habe, ist. Da das ja so kurzlebige Akkus sind, erstens natürlich ein ganz neuer Anschluss, ja, wird nicht über USB-C geladen, nein, nee, warum denn, ja? Wie bei der Apple Watch bauen wir immer wieder was Neues. Richtig, genau, ja, bitte neuer Anschluss. Und diese Akkus soll es wohl auch im freien Handel geben, also nicht hier wieder Apple Store Exclusive oder nur online. Die soll es wohl überall geben, damit du dir halt auf die Schnelle mal eben auch so einen Akku kaufen kannst bei Rewe. Achso, ja, klar. Ja. Ja. Und vom Design sollen die wohl aussehen wie so ein kleinerer MagSafe-Akku. Ja. Aber also, das wird doch total unhandlich. Wo sollst du das festmachen? Hast du dann so einen Gürtel? Nee, pass auf. Nee. Also, ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, das ist so ein Akku, den klickst du an das Headset. Ja, aber das soll ja irgendwie so ein Ding sein, was du an die Hüfte. Ich glaube, das ist schon wieder. Das ist jetzt wieder anders, glaube ich. Achso, ist. Aha. Also, weiß ich jetzt aber nicht. Klickst du die auf die Stirn? Oder? Ja. Den Nacken? Verschluck den halt kurz.
Das kam so aus dem Mund. Aus dem Ohr. Wie bei Gabriel Burns. Weißt du noch, wo da diese Würmer aus dem Ohr raus? Ja, hab ich leider nie gehört. Ach so, schade. Hoppala, Spoiler-Alarm. Ja, gut. Nee, aber irgendwann höre ich die nochmal. Ja, nee, mach nicht. Das ist auch so eine Serie, die irgendwie nie zu ihrem Sinn... Nee, die kam nie zum Ende, aber ich habe immer gehört, da gab es geile Geschichten. Das stimmt, da gab es geile Folgen, ja. Ich habe nie verstanden, worum es da jetzt eigentlich gehen sollte, aber ja, es gab so einzelne geile Folgen, das ist absolut richtig, ja. Ja, also so viel zu dem Thema, ne, also das ist schwierig. Mhm. Schwierig. Was wolltest du denn noch? Was wollte ich denn noch? Ach so, nee, hatten wir uns hier über das Thema Heißluftfritteusen unterhalten oder war das privat? Es war privat. Okay, dann vergesst einfach, was ich gesagt habe, Leute. Ja, ist egal. Ne? Das ist vielleicht ein Thema, da unterhalten wir uns das nächste Mal drüber. Weil wir sind halt wirklich im Zeitdruck, Leute. Wir sind im Zeitdruck. Ja. Wir sind im Zeitdruck. Felix muss noch was essen. Ja. Und dann ist Fußball. Deshalb, guck mal, 40 Minuten ist doch hervorragend. Ja, ist völlig in Ordnung. Ja, perfekt. Absolut. Ja, absolut. So, wir wünschen euch, wie ihr es schon kennt, eine wunderbare Woche, Wochenende. Mhm. Ja, Wochenende ist ja vorbei. Sagen wir eine wunderbare Woche. Genießt die Temperaturen, die jetzt ja steil Richtung Sommer sich erstmal gewandelt haben. Genießt es die Sonne und so. Richtig, ja. Vitamin D ist wichtig. Absolut, völlig korrekt. Grillt gerne auch, ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schmeißt den Grill an, öffnet euch ein Bierchen und genießt es. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Diesmal erspare ich mir auch den Versuch eines tollen Endes, eines tollen Endspruchs. Ja. Besser ist das? Ja, es war tatsächlich eine Katastrophe. deshalb lassen wir das. Und deshalb sage ich einfach Tschüss, wir sind raus. Ciao.